Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Metroid Fusion. Und Samus atmet ziemlich schwer, so wie das hier aussieht. Naja. Laufen wir weiter. Wir haben nämlich einen. Ich kann schon mal sagen, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich dann ein Endgegner werden. Zu finden. Und zwar Seris heißt das Vieh. Was es genau kann, werdet ihr dann noch früh genug mitbekommen. Ich glaube, da geht's nicht mehr weiter. Waren wir auch schon. Da sind wir vorhin durchgekommen. Müssen wahrscheinlich doch nochmal hier runter. Was werfen die da eigentlich aus der Metallplattform raus? Oder ist auch Wasser, das nicht unter Strom steht, ausnahmsweise mal. Ja. Die Stromleitung führt man aber auch normalerweise, wenn welche da sind, nicht durch das Becken selber, sondern um das Becken herum. Damit eben sowas nicht passiert. Was ist das denn? Hä? Ein stranges Vieh? Egal. Runter oder hoch? Schau auf die Karte. Unser Target ist geht nach oben. Deswegen nehme ich an, dass dieser Weg hier wahrscheinlich nicht weitergehen wird. Schauen wir mal. Wo das hinführt. Da geht's auch weiter. Wir finden doch immer wieder Geheimgänge. Das ist auch ein großer Unterschied zu Metroid Other M. Denn so linear das Ganze hier aufgebaut sein mag, man findet trotzdem immer wieder Geheimgänge und Sachen, die halt eben nicht auf der Karte verzeichnet sind. Ihr merkt schon, ich mag Metroid Other M nicht. Das liegt daran, dass ich es auch damals getestet hatte und unglaublich enttäuscht war. Vor allen Dingen nach der relativ genialen Präsentation auf der E3 zuvor. Aber das hat mich natürlich. Okay, da oben geht's nicht weiter. Das hat mich da natürlich gleich für die Zukunft vorgewarnt. Team Ninja sollte sich von Metroid auf jeden Fall fernhalten. Jetzt auch noch weiter. Ja. Der Boden. Ich wollte eigentlich nur ausprobieren, ob der Boden durchlässig ist. Und ja, ist er tatsächlich. Jetzt hoch. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Geht's jetzt weiter? Ach, hier unten. Und wir sind am Speicherpunkt. Und sehen einen wunderschönen Riss in der Wand, der übrigens auch auf der Karte verzeichnet ist. Wenn ihr das mal hier oben rechts im Bild sehen mögt. Ich kann auch hier auf groß machen. Und deswegen ist es wahrscheinlich dieser Weg gewesen, den wir eh hätten gehen müssen. Ist das Seris?
Sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Der Junge. Ein Energietank, ich will da ran. Aber leider ist die Decke zusammengebrochen. Oh, der Charge Beam ist noch stärker als irgendeine Rakete. Hm. Laufen wir mal hier unten durch. Und natürlich musste das passieren. Also, er hatte nicht gelogen, als er sagte, das Ding ist schnell. Oh. Verdammt! Ich glaube, ich sollte in der Mitte warten, besser. Ich muss am Kopf treffen. Ha! Wo kommt's her, wo kommt's her? Nein, das war nix. Ah. Stell mich aber auch an. Das ist furchtbar, dem kann man eigentlich fast nicht ausweichen. Weil man auch nicht weiß, welchen Weg es geht. Es ist total random. Es könnte sein, dass ich jetzt gleich hier meinen ersten Tod erlebe. Oh, shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Das war jetzt nicht so geplant. Also, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Der Wirbelwind. Wirbelwind, das ist auch so ein Nickname, den man eigentlich immer kleinen Kindern gibt, die ein bisschen wilder sind. Also früher hat man das zu den Kindern gesagt, heute sagt man, der hat ADHS und muss auf jeden Fall Ritalin erstmal schlucken. Nicht zu verwechseln mit verhaltensauffälligen Kindern, die dann tatsächlich halt sich gerne prügeln und weiß nicht was. Die werden dann von Laissez-faire-Eltern ja gerne als verhaltenskreativ bezeichnet. Na? Ich glaube, hier oben zu warten ist noch am geschicktesten. Bitte nicht. Ich glaube, ich habe ihn aber gleich. Diesmal schneller. Das letzte Mal. Uah.
verdammt. Das ging wesentlich besser als das letzte Mal. Was bekommen wir? Speed Booster! Anlauf erforderlich hier. Das ist wohl wahr. Karte schauen, weil der... Ah, okay, ich weiß, wie wir an den Energietank kommen. Wir müssen aber einen ziemlichen Umweg gehen. Durchgehen. Ah, ich verstehe. Deswegen musste ich auch hier durch, damit ich Anlauf nehmen konnte. Hier nebendran haben wir gleich einen Speicherpunkt wieder. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich so groß erzielen könnte, denn das Spiel baut vor allen Dingen eben auf diese Atmosphäre mit mehr oder minder Ambient-Musik. Das gehen wir aber, glaube ich, auch mal hier hoch. Dieses schwarze Ding da oben, das irritiert mich total. Na? Gerade sagen. Wird sich doch irgendwie vernichten lassen. Da können wir schon wieder speichern. Können aber auch gleich mal gucken, ob auf der anderen Seite hier auch noch was zum Freisprengen ist. Ich glaube nicht. Sind mehr nervig als gefährlich. Und da sind wir schon. Energietank hat sich schon mal gelohnt. Es lohnt sich immer für einen Energietank auch mal einen Umweg zu gehen. Wir werden ihn später garantiert brauchen, auch wenn das Spiel jetzt bislang, na, bis auf die Endgegner, die halt manchmal ziemlich haarig sein können, nicht so wirklich schwierig ist. Eigentlich war der Endgegner eben gerade auch nicht so besonders schwierig. Ich habe mich beim ersten Mal nur nicht besonders clever angestellt. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber egal. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich nochmal speichern. Kostet ja nichts. Außer Zeit. Aber die paar Sekunden werden wir wohl haben. Schauen, wo ich jetzt weitergehe. Das Wasser steht immer noch unter Strom, deswegen kann ich in viele Bereiche einfach noch gar nicht vordringen. Oh, da ist eine blaue Tür. Warum bin ich da nicht durchgegangen eigentlich? Die blauen Türen sind doch alle offen. Oder?
Ja, ich glaube. Laune haben wir geöffnet, auf jeden Fall. Schauen wir nochmal. Ja, open. Mal schauen, wo uns das hinführt. Pumpenkontrollraum. Ah. Da wären wir vorhin weiter gar nicht weitergekommen. Deswegen, wir müssen jetzt hier Anlauf nehmen. Und können das Wasser senken. Wenn wir schon den Strom nicht abstellen dürfen, senken wir zumindest das Wasser ab. So dass es den Strom gar nicht mehr erreicht. Sehr clever. Okay, da ist nichts. Ist da was in der Mitte noch? Nein. Nichtsdestotrotz darf ich diesen Strom weiter nicht berühren. Was allerdings unwahrscheinlicher ist, als vorher das Wasser zu berühren. So, geht es hier hoch? In irgendeiner Form? Nein. Diese Mullen sind einfach nur zum Spaß da. Auch gut. Oh, ich könnte ja auch jetzt hier... Stimmt ja, da habe ich vorhin noch ausprobiert, ob der Boden durchlässig ist, und das war er ja. Jetzt kann ich jetzt hier runter und muss feststellen, dass es hier eine rote Tür ist, durch die ich nicht durch kann. Wie bedauerlich. Dann müssen wir den anderen Weg wählen. Ah. Ist hier unten was? Nein, hier kommen wir auch nicht weiter. Ah, Anlauf. Shit. So macht man das. Die Sache ist nur die, dass ich vielleicht in diesem Raum noch was holen wollte. Fragt euch jetzt sicherlich vielleicht, braucht man so viele Raketen überhaupt? In vorigen Metroids hat man sie gebraucht und hier eigentlich auch, ja. In späteren Metroids, also in Metroid Prime, braucht man sie theoretisch nicht so sehr. Wenn ich mich recht entsinne. Wobei das auch immer eine Frage der Masse ist. Also irgendwann hat man natürlich so viele, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob man jetzt nochmal 5 mehr oder weniger hat. Oh, eine goldene Krabbe. Uns nicht durchgelassen, wenn wir sie nicht besiegt hätten. Das können wir auch dahinter, um festzustellen, dass... Nee, wir kommen hier durch. Tatsache. Oder auch nicht. Na egal. Gehen wir eben darunter. Die Musik hat sich geändert, die Umgebung auch. Dies soll also eindeutig Tiefsee darstellen. Fällt was ein. Und zwar...
Welchen Weg folgen wir denn? Eigentlich keine Anweisung, hier hinzugehen, theoretisch. Das können wir leider auch noch nicht entfernen. Und ohne Gravity Suit sind wir hier im Wasser halt auch nicht besonders mobil. Mehr. Können wir irgendwas wegsprengen, freisprengen? Sieht nicht so aus. Ich würde sagen, ich kehre doch nochmal zurück. Schadet ja nicht. Vor allen Dingen können wir uns dann nochmal im Regenerator-Raum noch komplett aufladen. Und eventuell noch Anweisungen hören gleich. Mal schauen, was die noch sagen. Hier kann ich danach immer noch. Also war auch Ceres mit X infiziert. Nun zumindest haben sie eine weitere Fähigkeit zurückbekommen. Das Tempo könnten sie schon bald dem dem SRX entgegentreten. Noch bleibt zuvor einiges zu erledigen. Das HQ stellt weitere Daten zu ihrer Unterstützung bereit. Es handelt sich hierbei um neue Missile-Daten. Wir sind auf diese Daten angewiesen, aber der Datenraum dieses Sektors ist durch eine Ebene 4-Sperre gesichert, der höchsten Sicherheitsstufe überhaupt. Wir sollten die Öffnung derart sensibler Bereiche vermeiden, bis es zwingend notwendig wird. Zudem ist der Weg zum Datenraum in Sektor 2 aufgrund weiterer Aktivitäten des SRX abgeschnitten. Ich erkenne eine Absicht in dessen Verhaltensmuster. Ganz so, als wolle es die Wiedererstellung ihrer Fähigkeiten vorsätzlich verhindern. Nein, das war ein böses, böses Vieh. Samus, die beste Möglichkeit zum Download bietet sich in Sektor 3, Pyr. Nach dem Zugriff auf das dortige Navigationsterminal wird der Pyr-Datenraum auf ihrer Karte verzeichnet. Die Anweisung klar? Jo, passt. Nehmen Sie sich nun zu Sektor 3, Pyr. Pyr steht natürlich... Nein, ich verrate das nicht. Ihr könnt spekulieren, was dieses Pyr bei Sektor 3 bedeutet. Allerdings werde ich jetzt gleich nochmal hier in Sektor 4 mich noch ein bisschen umschauen. Und schau mal, wie weit ich unter Wasser komme ohne Gravity Suit. Das wäre es für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.